wenn dann diese Spannungen in der Eurozone so massiv werden, dann implodiert uns Brüssel und dann kriegen wir eine demokratische Europäische Union. Mit dieser zweiten Prognose habe ich eine brutale Bauchlandung gemacht. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben dieses Prokrustesbett und das wird immer noch mehr verschärft. Also die Zwangsmaßnahmen nebenzu, die staatlichen Eingriffe. Man versucht also staatlicherseits diese völlig aberwitzige Konstruktion durch immer neue Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Der Euro kam tatsächlich als politischer Preis der Einheit. Dr. Bandulet hat darüber noch mal sehr gut recherchiert. Es sind sehr viele Fakten und Daten mittlerweile auch klar. Also Jacques Attali hat, oder Mitterrand selber hat gesagt, der Euro ist ja die D-Mark ist die deutsche Atombombe. Also sind die mächtigen oligopolistischen Finanzinteressen, die das in dieser Form, die Effekte, über die sind wir uns einig. Aber es ist nicht der Staat, sondern stehen da ganz konkrete Machtinteressen dahinter, die dieses dysfunktionale System geschaffen haben. Also dieser Sanktionswahn, der greift um sich, gleichzeitig dann eben der Versuch, über elektronische Währung Kontrolle in Afrika und so weiter zu sichern. Das heißt, die wirtschaftliche Konkurrenz, Sie sprachen eben von Marktkonkurrenz, von Schlange, von Gewalt, also die Gewaltkonkurrenz, das aktive Eingreifen von Staaten, um wirtschaftliche Interessen zu befördern, ist in einer Gewaltspirale. Und das schon seit 10, 15 Jahren, seit eigentlich 9/11, vielleicht auch schon vorher. Wir haben diese wirklich repressive Meinungslenkung mittlerweile, muss man ja sagen. Selbst Lindner darf nicht mehr an der Universität sprechen. Ich meine, geht's noch? Geht's noch? Also selbstverständlich, wir müssen zurück, da sind wir uns, glaube ich, alle am Tisch einig, zu einer freien, offenen Diskussion mit Herz, aber den anderen akzeptieren und gemeinsam um Lösungen ringen, das haben wir immer weniger, das brauchen wir.